Später in diesem Jahrzehnt wird die NASA ihre Da Vinci-Mission zur Venus starten, um noch nie dagewesene Beobachtungen unseres heißen Schwesterplaneten zu sammeln. Die Sonde wird helfen, schwer fassbare Fragen zu beantworten. Hatte die Venus einst Ozeane? War es bewohnbar? Hatte es außerirdisches Leben beherbergt? Und was genau passiert auf seiner Oberfläche? Kürzlich wurden auf der Venus mysteriöse blinkende Lichter gesehen, von denen Wissenschaftler zunächst dachten, sie kämen von Blitzen, aber in Wirklichkeit könnte es sich um etwas ganz anderes handeln. Diese und eine weitere unerwartete Entdeckung auf der Venus könnten unsere Suche nach außerirdischem Leben möglicherweise grundlegend verändern. Wenn Sie jemanden fragen, ob Leben auf anderen Planeten und Monden existiert, wird die Antwort wahrscheinlich ein sicheres Ja sein. Seit Generationen sind wir mit einer breiten Palette von Außerirdischen bekannt geworden, von Guten, Bösen und Bösen. Ihre Anwesenheit macht einen großen Teil unserer Unterhaltung und Kultur aus, und wir Erdlinge scheinen den unbegründeten Glauben zu haben, dass wir nicht allein im Universum sind. Obwohl noch nie eindeutige Anzeichen von Leben entdeckt wurden, ist die Möglichkeit einer außerirdischen Biologie, die wissenschaftliche Logik, die sie unterstützt, gewachsen. Trotz der seltsamen und sengenden Bedingungen hat die Venus überraschend viele Gemeinsamkeiten mit der Erde. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es sich bei den bei Missionen zur Venus entdeckten Lichtblitzen möglicherweise nicht um Blitzeinschläge handelt, sondern um Zehntausende Meteore, die in der extrem heißen Atmosphäre verglühen. Von Europa, den USA und der ehemaligen Sowjetunion durchgeführte Missionen entdeckten allesamt Signale, bei denen es sich vermutlich um Blitze handelte. Nachfolgende Missionen wie die Cassini-Sonde der NASA suchten jedoch nach Funksignalen von Blitzen, die auf das Vorhandensein von Leben hindeuteten, konnten diese jedoch nicht finden. Während diese Entdeckung nicht auf Außerirdische hindeutet, ist dies bei einer anderen Entdeckung der Fall. Und das ist Phosphingas, das gerade auf der Venus gefunden wurde. Phosphin gilt als Biosignatier. Eine Biosignatier ist jede Substanz, die wissenschaftliche Beweise für vergangenes oder gegenwärtiges Leben liefert. Auf der Erde wird Phosphin von bestimmten Bakterienarten produziert. Diese Entdeckung war unerwartet und könnte das Spiel verändern. Was die Entdeckung von Phosphin in der Luft der Venus so überzeugend macht, ist, dass sich die Forscher den Kopf zerbrochen haben, um Erklärungen dafür zu finden, ohne den Begriff außerirdisches Leben zu erwähnen. Dennoch bleiben sie vorsichtig. Aber könnte das venusianische Leben unter solch höllischen Bedingungen überhaupt existieren? Jahrzehntelang gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Venus eine sterile Hölle sei, und ignorierten sie weitgehend zugunsten des Mars oder einiger der wasserreichen Monde von Jupiter und Saturn. Aber nicht alle Wissenschaftler. Der Planetenastronom David Grinspoon vom Planetary Science Institute hat sich immer wieder dafür eingesetzt, der Venus mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Er wies darauf hin, dass die Wolkentemperaturen in einer Höhe von 30 Meilen über der Oberfläche auf etwa das gleiche Niveau wie an einem Herbsttag in New York sinken. Die Vorstellung, dass in diesen außergewöhnlich dichten und gemäßigten Wolken außerirdisches Leben treiben könnte, ist also nicht so abwegig. Bei solchen Organismen könnte es sich um Überbleibsel einfachen Lebens handeln, das in den Milliarden von Jahren, in denen die Venus Ozeane besaß, entstanden sein könnte. Oder sie wären die mikroskopisch kleinen Überlebenden einer Welt, die langsam brannte. Viele Simulationen der Venusentwicklung sagten voraus, dass sie etwa 2 bis 3 Milliarden Jahre lang einen Ozean haben würde. Das ist viel Zeit, damit sich das Leben weiterentwickeln kann. Bei all dem Chaos bleibt eine Botschaft klar. Wir müssen unsere Venus kennen, aber was weiß ich?